Die Kreisgebietsreform ist aller Munde. Senftenberg will sich als Kreishauptstadt bewerben? Selbstverständlich. Wir haben einen einstimmigen Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung gefasst, dass wir Kreisstadt bleiben wollen. Ich denke, die Argumente liegen auf der Hand. In dem möglichen Großkreis sind wir natürlich zentral gelegen. Wir haben die öffentliche Infrastruktur von Theater, von Universität, von Krankenhäusern, alle Schulen und natürlich die gute Erreichbarkeit sowohl Bahn als auch Autobahn und Landstraßen und Bundesstraßen. Wie sehen Sie sich dann im Vergleich zu anderen möglichen Bewerbern? Ich denke, jede Stadt hat seine Vor- und Nachteile und ich denke, mit unseren Vorzügen ist das ein gutes Argument. Bei der Kreisgebietsreform wird immer wieder über Bürgernähe gesprochen. Wie soll das im künftigen Großkreis Niederlausitz realisiert werden, Ihrer Meinung nach? Die Bürgernähe ist eines natürlich der zentralen Punkte. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber ich denke, das ist ein Scheinargument, denn wenn man einfach mal in 10, 15 Jahren weiterdenkt und darauf ist ja eine Reform ausgerichtet, wird sehr viel über das Internet abgewickelt werden. Und meine Auffassung ist, die Aufgaben, die Bürgernähe beinhalten, wie Jugendamt, Familienhilfe oder ähnliche Dinge, die sollen natürlich bei uns im ländlichen Raum auf die Städte und Gemeinden übertragen werden. Und ich denke, die Aufgaben kann Herzberg, die kann Forst, die kann Senftenberg mit Sicherheit, mit der gleichen Qualität auch selber wahrnehmen, mit den Mitarbeitern, die natürlich dann vom Landkreis an uns kommen. Neben politischen Veränderungen stehen auch wirtschaftliche Veränderungen an. 10 Millionen Euro Steuerrückzahlung aufgrund des Vattenfallrückzugs. Wie sind Sie damit umgegangen im laufenden Jahr? Wir sind sehr zeitig damit umgegangen, bereits Ende 2015, als es bekannt wurde, dass es Rückzahlungen geben wird, haben wir die ersten Sparmaßnahmen beschlossen, sowohl weniger Ausgaben, aber auch Einnahmeerhöhungen. Und wir haben jetzt ein Paket durch die Stadtverordnetenversammlung mit auf den Weg bekommen, alle Gebührensatzungen an der Entgeltordnung, auch private Vermietungen auf den Prüfstand zu stellen, zu aktualisieren. Und auch da wird es kleinere Veränderungen geben und auch Kleinvieh macht Mist im Endeffekt. Aber jeder muss seine Hausaufgaben machen und die haben wir gemacht und werden auch in den nächsten Monaten weitermachen. Kommen wir da auch in die Zukunft? Das Lausitzer Seenland ist ja auch ein Thema für alle. Wie geht es da weiter hier in der Region? Also das Lausitzer Seenland entwickelt sich ja seit Jahren gut. Übernachtungszahlen steigen weiter, die Qualität ist gestiegen. Und da sind wir ganz optimistisch, dass auch durch die Investitionen in den nächsten Jahren, durch die Städte und Gemeinden und die Zweckverbände, die Qualität weiter sich verbessern wird, dass die Gäste zufrieden sind. Und ich denke, die Zuwachszahlen werden vielleicht nicht immer in diesem hohen Prozentzahlen liegen, aber es wird einen weiteren Zuwachs geben. Und was mich besonders freut, ist, dass insbesondere viele Private zwischenzeitlich nachgezogen haben, private Ferienhäuser bauen, Ferienwohnungen ausbauen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass die Privaten jetzt mitziehen. Konkret, wie sieht es in Sedlitz und im Mordufer aus? Im Ortsteil Sedlitz sind zwei Themen. Zum einen das Gewerbegebiet Sedlitz am Nordufer. Dort geht die Bergbausanierung weiter. Die LMBV ist dort im Zeitplan. Und ich gehe im Moment davon aus, dass wir vielleicht im Winter nächsten Jahres mit den vorbereitenden Maßnahmen fürs Baugebiet beginnen können. Bei der touristischen Anlage im Ortsteil Sedlitz werden die Planungen mit Sicherheit im nächsten Jahr zum Abschluss gebracht werden. Ob es schon losgeht baulich, das werden wir noch sehen, denn auch hier gilt, die LMBV gibt die Geschwindigkeit vor. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit. Vielen Dank. Sehr gerne.